Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Auf dem Jakobsweg, die 5. Jahresetappe einer großen Pilgerreise. Auf der Suche nach Maria, die Geheimnisse von Loreto. Und den Bienen auf der Spur. Der Pfarrer von Dietmannsried ist ein begeisterter Imker. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Seit 2013 berichten wir jedes Jahr über eine Pilgerreise, die nicht ganz so ist wie normale Pilgerreisen. In 7 Jahresetappen wandert eine Gruppe mit teilweise wechselnden Teilnehmern von Augsburg nach Santiago de Compostela. Uli Kraus vom DJK Diözesanverband Augsburg organisiert die Etappen inklusive Begleitfahrzeug, Unterkünften und allem, was ebenso dazugehört. In diesem Jahr waren 17 Pilger und ein Fahrer unterwegs in der Gascogne. Wir haben die Gruppe bei der Abfahrt Ende Juli getroffen und uns hinterher erkundigt, wie sie diese 5. Etappe erlebt haben. Die Bilder von der Pilgerreise hat uns dankenswerterweise auch in diesem Jahr wieder einer der Teilnehmer, Willi Meyer aus Langenmosen, zur Verfügung gestellt. Es ging bergauf und bergab durch eine schöne Landschaft. Heiß war es zu dieser Zeit in Frankreich und die Pilgergruppe nutzte jede Gelegenheit zur Abkühlung. Zum 5. Mal war Uli Kraus mit seinen Pilgerinnen und Pilgern auf dem Weg. Es geht immer dort los, wo im Jahr vorher die Wanderung zu Ende gegangen war. Daher war der Start 2017 im französischen Figeac. Die 5. Etappe war anstrengend. Wir waren auch eine große Gruppe, 18 Personen. Von daher musste man ab und zu die Gruppe auch teilen, weil die Interessen oder die Konditionen verschieden waren. Aber wir haben es überstanden und es hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Ein paar Zahlen der Pilgerreise. Der älteste Pilger ist 75, die jüngste Teilnehmerin erst 32 Jahre alt. Die Strecke von Figeac nach Arthès-de-Barne in der Gascogne betrug 367 Kilometer, die in 12 Tagen durchwandert wurden. Die Etappenlänge variierte dabei von anstrengenden 42 Kilometern bis zu beinahe gemütlich 20 Kilometern. Mir ist wichtig, erst einmal natürlich ein Angebot zu machen zum Pilgern, den Leuten die Gelegenheit zu geben, auf diesen Weg sich zu begeben und dort mal kennenzulernen, wie das ist, einen ganzen Tag zu laufen, mit ganz wenig Gepäck auszukommen, zu sich zu kommen, spirituelle Impulse zu bekommen. Die Leute können nachdenken über das Leben, über sich, ihre Probleme. Ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung. Uli Kraus trifft ein paar Tage nach dem Ende der Pilgerreise Rainer Grotz, der in diesem Jahr zum ersten Mal mitgewandert war, aber trotzdem kein Neuling auf dem Jakobsweg ist. Rainer Grotz hat bereits einige Etappen alleine erwandert oder erradelt, doch diesmal hat er sich für eine Pilgerwanderung in der Gruppe entschieden. Seine Erfahrungen? Es hat alles seine Vorteile. Es hatte Vorteile, allein zu laufen, aber es hat natürlich einen riesen Vorteil, in der Gruppe zu laufen. Erstens mal, man hat Anschluss, man hat die Möglichkeit, dadurch, dass bei uns immer der Bus mitgefahren ist, wenn es wirklich mal mit den Füßen nicht mehr klappt, dass man sich im Bus reinsetzt. Das Tolle war, dass mittags immer der Bus da war und tolles Mittagsmenü, sage ich jetzt mal, bereitet hat mit Baguette und mit tollem französischem Käse und mit dem französischen Panaché, also unserem Radler. Das war schon toll und man konnte natürlich sein Gepäck in den Bus geben. Man ist nicht gezwungen, das ganze Gepäck immer mitzuschleifen. Und ein Riesenvorteil in der Gruppe ist auch, dass man abends sicher eine Unterkunft hat. Der Jakobsweg übt auf viele Menschen einen besonderen Reiz aus, weil er in die Ferne führt, aber gleichzeitig den Pilger auch ganz zu sich bringt. Es scheint ein wenig paradox. Ein Mensch geht fort, um bei sich anzukommen. Nach der 5. Etappe 2017 ist vor der 6. Etappe 2018. Die Überlegungen zur nächsten Jahresetappe haben bereits begonnen. Wir starten nächstes Jahr natürlich da, wo wir heuer aufgehört haben, in Arthès-de-Barne und gehen dann sofort über die Pyrenäen nach Spanien rein, Roncesvalles, weiter, ich weiß noch nicht genau, vielleicht bis Burgos. Viele der Teilnehmer werden dann sicher wieder dabei sein wollen. Die Impressionen von der Pilgertour lassen kaum einen anderen Schluss zu. In die Sterne schauen, gen Himmel fliegen oder ziemlich professionell Schach spielen. In unserer Sommerserie Geistliche und ihre Hobbys haben uns in den letzten Sendungen schon drei Geistliche gezeigt, wie sie ihre Freizeit verbringen. Weiter geht's heute mit Pfarrer Martin Awer aus Dietmannsried. Der 55-jährige Hobbyimker verbringt regelmäßig Zeit mit seinen Bienen.
Bei den Bienen kann ich abschalten. Bei den Bienen kann ich mich etwas anderes widmen, der Natur unter anderem. Und bei den Bienen sehe ich auch meine Arbeit da drinnen wieder, weil die Bienen sind unberechenbar. Die sind ab und zu launisch, ab und zu gut drauf, ab und zu nicht gut drauf. Und so sind die Menschen und so ist auch die Seelsorge. Jemanden, der es mit Menschen zu tun hat, der muss vorbereitet sein, nicht ängstlich sein, aber doch offen sein, auf die Menschen zugehen, egal wie sie da aufgelegt sind. Wie an jedem Montag schaut Pfarrer Martin Awa nach seinen Bienen. Die beiden Stöcke stehen im Garten gleich neben dem Pfarrhaus. Rund 80.000 Bienen auf zwei Völker verteilt sind dort unter seinen Fittichen. Doch der 55-Jährige hat auch Unterstützung. Regelmäßig schauen seine beiden Lehrmeister vorbei. So nennt der Pfarrer Heidi Keck-Scharrer und Werner Rau. Sie betreuen den Jungimker hin und wieder bei seiner Arbeit. Und sie hatten ihn auch auf den Geschmack gebracht. Eines Tages war ich bei Familie Rau und der Herr Rau hat mir dann seine Bienen gezeigt. Nach einer Weile sagte er zu mir, Herr Pfarrer, Sie könnten mal ein paar Völker haben. Sag ich, schaffe ich das nicht. Und dann hat er gesagt, er steht mir bei. Und wir haben dann das erste Volk hier gebracht und dann das zweite Volk. Und so habe ich angefangen mit Freude zu imkern. Das war vor rund 4 Jahren. Seitdem ist das Feuer für die Imkerei auch in Pfarrer Awa entfacht. Für die Tipps seiner Kollegen ist er sehr dankbar. So ist auch die bekannte Pharoa-Milbe, der Feind jeder Biene, immer wieder ein Thema. Außerdem gehört das freundschaftliche Fachsimpeln einfach dazu. Ja, das ist schon sehr lang. Okay. Aber die kommen immer wieder raus, hoch hier. Und das ist das. Das können wir jetzt auch wegnehmen. Ja, okay. Und normal zumachen. Dann soll ich jetzt nehmen. Nächste ich das Woche nochmal Futter so. Dann hier. Die Bienen, solange man die hat, die brauchen Pflege. Ansonsten werden sie außer sich. Die können bauen, wie sie wollen und so weiter und so fort. Es geht darum, das ist ein Volk. Bei einem Volk muss man dann schauen, dass sie zusammenbleiben. Ansonsten gibt es einen Schwarm, ansonsten gibt es kein Futter. Also man muss dann schauen, dass sie zusammenbleiben, dass man Futter hat, dass es sauber ist da drinnen, dass man denen mindestens eine Orientierung gibt. Eine Orientierung im geistlichen Sinne haben die Bienen von Pfarrer Awa anscheinend auch. Mit einem Augenzwinkern erzählt er, dass er davon ausgeht, dass seine Bienen katholisch seien. Das läge natürlich an der Umgebung mit Friedhof und Kirche, aber auch an den Gesprächen, die er mit ihnen führe. Meine Bienen sind nicht weit, ich muss nicht weit fahren. Das heißt, sie sind um die Ecke da. Und die fliegen auch ab und zu zum Bürgermeister rüber und zu mir ins Büro. Ich sehe die tagtäglich, ja, so wie ich meine Leute tagtäglich sehe. Und wir gehen mit meinen Bienen einen Weg, wie ich auch mit meiner Pfarrei versuche, jeden Tag auf den Weg des Glaubens zu gehen. Im Durchschnitt 1 Stunde pro Woche verbringt Pfarrer Awa mit seinen Bienen. Bis auf das Honigschleudern übernimmt der 55-Jährige alle Aufgaben selbst. Den Respekt vor den Tieren hat der Dietmannsrieder Pfarrer dabei nie verloren. Seine Schutzhaube legt er jedoch meist schnell ab. Denn diese spezielle Bienenrasse, genannt Karnika, sei sehr friedfertig. Und bei all dem Spaß, den ihm das Imkern bereitet, hat das Ganze für ihn auch einen ernsten Hintergrund. Für mich ist es ein Anliegen, einen Beitrag für die Natur auch zu leisten. Ohne die Natur sind wir nichts. Die Bienen, wenn sie sterben, das wissen wir, dann sterben die Menschen. Was die Bienen anfliegen, das können sie als Mensch auch essen. Sie können es zu sich nehmen, was die Bienen anfliegen. Das ist auch in der Natur der Sache so, dass wir als Kirche auch einen Beitrag da leisten. Also wir müssen im Kleinen, das ist nur so einen kleinen Abschnitt von dem, was man machen kann. Und so sehe ich mich auch in der Lage, diesen kleinen Beitrag hier in dem Garten zu leisten.
Mit dieser Ideologie ist das Imkern fester Bestandteil im Alltag von Pfarrer Awa geworden. Schönster Nebeneffekt ist die eigene Ernte. 50 Kilogramm, also rund 100 Gläser Honig, haben seine beiden Völker in diesem Jahr erbracht. Und was gibt es da Besseres, als gemeinsam mit den Imkerfreunden ein frisches Brot mit Butter und Honig zu genießen? Vor allen Dingen dann, wenn der Honig aus dem eigenen Garten stammt. Ein Leben ohne seine Bienen kann sich Pfarrer Awa nicht mehr vorstellen. Es liegt mir am Herzen. Es liegt mir am Herzen, zwar sehr, sogar unbewusst ab und zu, wenn ich jetzt dann morgen rauskomme und das Wetter ist schön, dann nehme ich mir 2 Minuten, also laufe runter. Von hier aus nehme ich einen Blick auf die Bienen und sage, ja, die fliegen, dann komme ich also wieder ins Büro und fange mit meiner Arbeit also an. Das ist für mich also einfach also reine Freude. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten der Woche. Insgesamt 11 Teilnehmerinnen haben den Hospizhelferkurs des St. Vinzenz Hospizes in Augsburg erfolgreich absolviert. In einem Gottesdienst hat Domkapitular Armin Zürn, Vorsitzender des St. Vinzenz Hospizvereins, die Ehrenamtlichen nun entsendet. Künftig werden sie schwerkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten. Der Hospizhelferkurs des St. Vinzenz Hospizes hat rund ein Jahr gedauert. Ein neuer Lehrgang beginnt Ende Oktober. Der Katholische Deutsche Frauenbund, kurz KDFB, und das Katholische Hilfswerk Miserior haben jetzt das Ergebnis der diesjährigen Solibrot-Aktion bekannt gegeben. Bei der bundesweiten Aktion, die während der Fastenzeit durchgeführt wurde, kamen insgesamt rund 82.000 Euro an Spenden zusammen. In den teilnehmenden Bäckereien wurden pro verkauftem Solibrot je 50 Cent an ein Projekt zur Förderung von Frauen gespendet. Die Solibrot-Aktion wurde in diesem Jahr zum 5. Mal durchgeführt. Reuven Moskowitz ist tot. Anfang August ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein ganzes Leben hatte er dem Streben nach Frieden gewidmet. Moskowitz war Ehrenmitglied von Pax Christi Augsburg und hat hier in der Region immer wieder, so wie hier in der Maria-Wart-Realschule, aus seinem Leben erzählt. Er hatte den Holocaust überlebt und wollte seine Erfahrungen aus dieser Zeit an junge Menschen weitergeben. Von sich selbst sagte er einmal, dass er ein ewig verliebter Mensch sei. Sein Einsatz für den Frieden war unter anderem mit dem Aachener Friedenspreis gewürdigt worden. Legendär auch sein Spiel auf der Mundharmonika. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit der Faszination, die Loreto für Menschen in der ganzen Welt ausübt. Und außerdem haben wir mit Professor Werner Weidenfeld gesprochen. Der renommierte Politikwissenschaftler war bei der katholischen Erwachsenenbildung der Diözese Augsburg zu Gast. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Christi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Christi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Christi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter christi.de/shop oder unter 0831 206 190. Christi.de, meine Heimat online. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Europa, das christliche Abendland. Das ist ein stehender Begriff.
Doch so einfach ist es nicht mehr in einem Kontinent, der oft zerstritten und kraftlos erscheint. Trotzdem ist Europa die Antwort auf die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Dieser Meinung ist zumindest der renommierte Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld, der kürzlich bei der katholischen Erwachsenenbildung der Diözese Augsburg zu Gast war. Ulrich Bobinger hat mit ihm gesprochen. Herr Professor Weidenfeld, in der Vortragsreihe der katholischen Erwachsenenbildung im Bistum geht es um die Frage, wie wir morgen leben werden. Und bei dieser Frage, sei es, wenn es darum geht, demografische Entwicklung oder Abwehr von Terrorismus, Abwehr von Cyberattacken oder auch die generelle Frage, was ist eigentlich unsere Identität, scheint Ihre Antwort immer Europa zu sein. Worauf gründet Ihre Hoffnung auf Europa? Ja, bei all diesen Fragen können Sie beobachten, dass die Antworten auf solche Herausforderungen, wenn Sie genauer darüber nachdenken, immer so eine europäische Komponente haben. Also die Herausforderung der Sicherheit, Terror. Ja, welche Antwort haben wir da? Ist die NATO alleine? Na, Europa, Europa. Und entsprechend können Sie das sehen bei der Frage, und wie soll übermorgen die weltpolitische Architektur aussehen? Ja, Europa, Weltmacht im Werden. Und die anderen sagen, beispielsweise die amerikanische Regierung, kümmert euch doch selbst auch mal ein bisschen intensiver drum. Ja, wer soll es machen? Europa. Also insofern, Sie haben immer diese Art Europa-Antwort, wenn Sie die Probleme ernst nehmen. Also dieses Europa hat auf der einen Seite ja die große Erfolgsgeschichte anzubieten über Jahrzehnte. Sie hat daneben die Komponente Pragmatismus im Alltag, die Kleinigkeiten wird auch pragmatisch geregelt. Und dann haben Sie immer so alle 7, 8 Jahre Krise, da kommen die Europäer unter Druck. Und dann kannst du eine Antwort geben, ja, doch nicht vom einzelnen Staat, Österreich alleine, Deutschland alleine. Nein, das ist ja gar keine Antwort, sondern Europa, Europa. Und insofern taucht dieses Europa-Thema eben durch eine Art naturwüchsige Dynamik immer wieder auf. Das ist jetzt nicht intellektuell erfunden. Wer sind denn wir? Was ist die europäische Identität? Reicht es noch, Europa als christliches Abendland zu definieren? Na, das, was man unter christlichem Abendland verstand, war ein Element, das sie nicht heute so dominant einfach als Antwort angeben können. Und das macht ein Stück weit das Defizit Europas aus. Sie brauchen eine Geschichte, die sie erzählen, was denn dieses Europa zusammenhält. Ich darf darauf hinweisen, in wenigen Wochen kommt von mir ein dickes Buch heraus, Europas Seele suchen. Das ist es. Ne? Wo haben Sie sie gefunden? Ja, die habe ich gefunden und überlasse es Ihnen als Leser, sie wirklich richtig gefunden zu haben. Wenn ich Ihnen das jetzt alles schon erzählen würde, dann ja, was soll ich jetzt damit? Europa braucht eine dynamische Erzählung, warum das Ganze so ist, warum der Druck da ist, es so und so beantworten zu müssen. Und an dieser Erzählung muss man arbeiten. Diese europäische Story, die gab es ja mal in den 50er und 60er Jahren. Diese Idee, dass die europäischen Nationen friedlich miteinander vereint sein sollten, zählt das nicht mehr heute? Ja, das ist konsumiert. Sie können jetzt nicht sagen, ach, in den 50er Jahren, da war es das und das. Naja, gut, das würde ein Gähnen auslösen. Wie soll ich meinen Studenten jetzt irgendetwas erzählen, was in den 50er Jahren doch mal großer Erfolg war? Bis hin zur Überwindung der Teilung Europas dann 89, 90. Ja, das kennen wir doch inzwischen alles. Sie müssen die jetzige Herausforderung definieren und dafür die Antwort bieten. Und das ist es dann. Was ist denn die jetzige Herausforderung? Die große Herausforderung A in Sachen Sicherheit, die große Herausforderung, wie ich den politischen Rahmen für Wirtschafts- und Währung biete und dann natürlich, wie ich damit gleichzeitig meiner weltpolitischen Mitverantwortung gerecht werde. Ich kann doch nicht einfach sagen, na gut, dann sollen halt die Bomben im Mittleren Osten explodieren, das ist es halt, sondern wir hängen ja in dieser Verwebung mit drin. Wir können auch heute nicht einfach sagen, wenn es zu weiteren großen Konflikten interner Art kommt in Indien, ist uns doch egal. Sondern wir haben mit all diesen sagen, weltpolitischen Verwebungen etwas zu tun.
Und da können wir nicht einfach sagen, naja, wir Deutschen oder wir Österreicher oder wir Luxemburger sind doch zu klein, lasst uns doch bitte in Ruhe. Das ist Schnee von vorgestern. Gerd Schröder hat ja in den jungen Jahren seiner Kanzlerschaft schon von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Kann denn jetzt so eine deutsch-französische Achse, der neue Staatspräsident in Frankreich scheint das ja sehr zu forcieren, wieder eine Dynamik für Europa bringen? Die deutsch-französische Führungsleistung ist unverzichtbar bei dem Ganzen. Aber es geht um mehr als um zwei Geschwindigkeiten, weil bei zwei Geschwindigkeiten müssen Sie ja definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, sondern das sind Differenzierungen. Die differenzierte Integration, das ist es. Sie werden bei der Sicherheit in der EU niemals 27 Staaten bei jedem Schritt an Bord haben, sondern wird es immer einen Teilausschnitt geben und mit dem kann man es dann machen. Und die anderen können ja vielleicht später dazukommen. Also differenzierte Integration heißt das Lösungswort. Und dazu brauchen wir eine strategische Kultur und so etwas wie eine strategische Klasse, die daran arbeitet. Was passiert, wenn dieses Europa scheitert? Naja, dann wären wir wirklich in einem Riesendesaster, aber die Vernunft der Menschen sagt uns dann doch, so locker in den Abgrund stürzen will ja niemand. Und insofern ist da ja auch eine entsprechende Anstrengung zu beobachten, es eben nicht so zu machen, sondern mit einem strategischen Entwurf eine positive Antwort zu bieten. Vielen Dank. So wie der Jakobsweg seit Jahrhunderten nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, so fasziniert auch der italienische Wallfahrtsort Loreto bis heute die Menschen. Nach Loreto haben Engel, so sagt die Legende, das Haus gebracht, in dem Maria in Nazareth gelebt hatte. Und ihr Haus wurde immer wieder kopiert. Nach dem alten, einfachen Grundriss wurden Kapellen gebaut. Loreto-Kapellen haben daher immer wiederkehrende Elemente, die sie auszeichnen. Was macht die Faszination aus, die Loreto auf die Menschen bis heute ausübt? Wir haben uns im Bistum ein wenig umgesehen und stellen fest, Loreto ist nichts von gestern, sondern äußerst lebendig. Der emeritierte Papst Benedikt betet in Loreto. Das war im Jahr 2012. Das Herzstück dieser prächtigen Kirche ist das Heilige Haus, das Wohnhaus Marias. Hier hatte der Erzengel Gabriel ihr angekündigt, dass sie Gottes Sohn bekommen würde. Heute gibt es Architekturkopien dieses Hauses aus Nazareth überall auf der Welt. Wir finden sie auch in unserem Bistum, wie zum Beispiel hier in Oberstdorf die Loreto-Kapellen, ein Ensemble aus drei Kapellen, deren bedeutendster Teil die Wallfahrtskapelle Maria Loreto ist. Was aber macht die Faszination von Loreto aus? Und was ist dran an der Legende, Engel hätten Marias Haus von Nazareth nach Loreto getragen? Bei der Loreto-Kapelle von Kloster Holzen haben wir den Volkskundler Walter Pötzl getroffen. Er kennt den wissenschaftlichen Forschungsstand über Loreto. Der Grundbestand ist ein Steinwerk, wie man es in den Marken nicht kennt, wie man es aber in der Gegend von Nazareth kennt. Und da waren verschiedene Dinge drunter, Zeichen von Pilgern und so weiter. Und dann ist dem Padre noch ein archivalisches Stück in die Hände gefallen, das die Tochter von Margareta Angeli, von dem Nizephoros Angeli, das war der Herr auf Epirus, das ist Westgriechenland. Diese Tochter hat nach Italien geheiratet, einen Anschou, und davon gibt es gewissermaßen die Mitgift, was die mitgebracht hat in die Ehe. Und da stehen an zweiter Stelle die Steine vom Heiligen Haus in Nazareth. Es ist also wahr, Loreto ist echt. Umso spannender werden die Architekturkopien, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt. Hier in der Loreto-Kapelle von Kloster Holzen finden sich ganz typische Strukturelemente. Wenn man hineingeht, dann ist es ein Tonnengewölbe über diesem Rechteckraum. Der Altar steht nicht an der Stirnwand, was man eigentlich erwarten würde bei dem ja nicht sehr großen Raum, sondern weggerückt, denn an der Stirnwand ist der Kamin, von dem man glaubt, das ist der Kamin, auf dem also Maria gekocht hat. Und auf der anderen Wand ist der Amarium, also
das Geschirrschränken der Mutter Gottes und in Loreto glaubt man archäologisch ja, dass wenigstens eines dieser Schüsseln noch aus biblischer Zeit stammen könnte. Jede Loreto-Kapelle ist eine Nachahmung des Heiligen Hauses. Typisch ist auch das Engelsfenster, durch das Gabriel zu Maria hineingekommen war. Es gibt aber auch immer Besonderheiten. In Holzen sind das die Abbildungen der lauretanischen Litanei am Deckengewölbe. Diese alten Marienlitaneien sind seit dem 12. Jahrhundert nachweisbar und wurden im Jahr 1558 im Auftrag von Petrus Canisius in Dillingen zum ersten Mal gedruckt. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Ausstrahlung von Loreto finden wir auch im Neusässer Stadtteil Westheim. Die Kobelkirche wurde im Jahr 1602 gebaut, ein frühes Beispiel für die Loreto-Begeisterung jener Zeit. Hier spannt sich der typisch blaue Sternenhimmel über die heilige Maria, auch hier die Darstellung der Madonna mit Kind in dunklem Holz, wie so oft. An der südlichen Außenwand der Kirche steht ein Vers aus dem Johannesevangelium, der die theologische Bedeutung des Heiligen Hauses auf den Punkt bringt. Das Haus, in dem das Wort Fleisch geworden ist. Ein weiteres und ganz aktuelles Beispiel für die Faszination, die das Heilige Haus bis heute ausübt, ist der kleine Ort Weiler in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt Iller. Mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement haben die Menschen hier zusammengeholfen und ihrer Kapelle das ursprüngliche Aussehen als Loreto-Kapelle wiedergegeben, mit Sternenhimmel und Backsteinoptik. Wie hier auf den alten Fotos zu sehen ist, war die Kapelle im Laufe der Jahrhunderte so verändert worden, dass kaum noch Bezüge zum Heiligen Haus zu finden waren. Jetzt repräsentiert sie wieder die Santa Casa, das Heilige Haus. Ich wünsche mir, dass hier jeder Kraft findet und auch, dass er in seinem Leben dem Himmel offen sieht. Und das ist jetzt so schön hier oben mit dem Sternenhimmel, dass er vielleicht, wenn er in einer Dunkelheit, auch in einer persönlichen Nacht, die er irgendwo vielleicht einmal durchlebt, so einen Stern oben über sich wieder aufgehen sieht. Die kleine Kapelle in Weiler zeigt, dass Loreto den Menschen etwas bedeutet. Der Gedanke, ein Abbild des Wohnhauses von Maria im eigenen Ort zu haben, ist alt, aber immer noch voller Faszination. Das ist unser Ort, an dem wir uns versammeln, regelmäßig Gottesdienst zu feiern, wo sich die Gemeinde trifft. Und ich finde es jetzt halt schön, dass man sie wieder zurückgeführt hat auf Loreto, weil sie ja vom Bau her auch eine Loreto-Kapelle ist. Und das Besondere an dieser Kapelle ist ja, dass wir hier einen Himmel haben und eine Ebene. Nicht wie in vielen anderen, wo nur der Altarraum Loreto-mäßig gestaltet ist, sondern für alle Besucher die gleiche Ebene. Und das hebt uns ab von vielen anderen. Nicht nur hier in Weiler ist Loreto ganz lebendig. Auch in Bühl bei Immenstadt gibt es seit 350 Jahren Maria Loreto. Und so finden sich im ganzen Bistum Beispiele für Loreto-Kapellen, die sich in ihrer Struktur alle ähnlich sind, als Architekturkopien des Heiligen Hauses in Loreto, das einstmals in Nazareth stand. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.